Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Ja, warum stehe ich denn jetzt hier und nicht bei Rick? Ganz einfach, weil er da drüben am Lagerfeuer steht. Ich habe mir nämlich gedacht, bevor ich den letzten Part halt beendet habe, dachte ich mir, naja, vielleicht habe ich ja richtiges Glück und er ist dann dort drüben beim Lagerfeuer und ich watsche da einfach so über den Fluss drüber, gehe zum Lagerfeuer hin und tatsächlich, da steht er und isst ein Stück Fleisch. Gebraten natürlich. Passt. Und das bedeutet, wir laufen auch gleich dahin. Also ich zeige es nochmal schön auf der Karte. Warte, wenn wir bei ihm sind, ist besser. Damit, falls ihr Probleme habt, Rick zu finden, ihn somit recht flott finden könnt, wenn ihr das eben möchtet. Ja, ne? Ansonsten gibt es ja auch die Leute, so wie ich, die eben ihren Entdecker-Drang folgen tun und ihn auf Biegen und Brechen selber finden wollen. So, also Karte, hier ist er. Der Wasserfall, ne, der große, ihr wisst schon, ne, Schatz und so, Garcias versteckter Schatz mit dem Amulett von Stahlbart. Und da ist das Lagerfeuer. Genau da. Und genau da steht der Schlingel. So. Also, Herr Rick, ich begrüße dich. Na, wie geht's? Oh, beim alten Stotterbart. Endlich ein Mensch. Bist du verrückt? Was machst du denn hier draußen ganz alleine? Ich dachte, ich würde hier elendig verhungern. Oder noch schlimmer, gefressen. Übertreibst du nicht ein bisschen? Gut, dich zu sehen. Gut, dich zu sehen, selbstverständlich. Gut, dich zu sehen. Du sagst es, Mann. Ich bin schon seit Tagen hier und kann froh sein, dass ich noch lebe. Warst du eigentlich schon mal nachts allein im Dschungel? Naja. Es ist fürchterlich, sag ich dir. Du holst mich doch hier raus, oder? Selbstverständlich tun wir das, aber der übertreibt schon ein bisschen. Er hat dir doch gerade vorhin ein Stück Fleisch verknuspert und ist am Verhungern, verstehst? Naja, was soll's. Vielleicht war es ja wirklich schon ein altes Stück, trockenes Stück Fleisch, was man eher lutschen kann, als wie kauen, ne? Ja, so wie dieser Stockfisch. Wie ist das? Stockfleisch, ne? Oder Stockfisch? Ich glaube Stockfisch, ne? Da muss man eher lutschen, den kann man nicht kauen, weil man sonst die Zähne sich ausbeißen würde, ne? Ach, ist ja wurscht. Was wolltest du eigentlich im Dschungel? Ich bring dich zurück in die Stadt. Na, jetzt werden wir mal ein bisschen mehr ausfratschen. Wir wissen ja, dass er einen Schatz gesucht hat, aber vielleicht ist ja was anderes noch dahinter. Was wolltest du eigentlich im Dschungel? Ich wollte einen von Antiguas Schätzen heben. Hm? Aber dann kamen diese schrecklichen Monster. Überall kriecht und raschelt etwas. Wenn das Leben eines Piraten ist, bleibe ich lieber in meinem Lagerhaus. Ich bring dich zurück in die Stadt. Ich bring dich zurück in die Stadt. Alles klar, ich folge dir. Brav. Zu Hause ist es am schönsten. Oh ja, das ist... Ich habe kein Fleisch zum Braten. Ja, ich wollte mal probieren. Das ist wohl die Wahrheit. So, passt, dann latsch mal zurück. Jetzt ist die Frage, ob wir uns gleich borten könnten. Aber wahrscheinlich eher nicht, ne? Auf jeden Fall werden wir diesen erfolgslastigen Part jetzt gleich mal speichern. So hier. Und weiter geht's. So, die Frage, war es jetzt über dem Fluss? Na, brauchen wir gar nicht. Einfach hier lang. Ohne Karte wäre ich sowas von aufgeschmissen. Boah, ey. Würde ich nie mehr heimfinden. Ich glaube, hier lang. Mal kurz schauen. Ja, theoretisch stimmt das. Rick, kommst du? Passt. Immer schön schauen, ob die Begleiter einem noch verfolgen oder ob sie schon irgendwo verloren gegangen sind. So, warten. Wohin? Jo, die Richtung stimmt. So, dann glaube ich hier lang. Nochmal schauen. Jupp, passt. Dann kommen wir schon bei den Wasserträgern vorbei. Super. Und, Rick, bist du da? Ja, Schatzl ist auch da. Wunderbar. So. Na, du Psofener. Schau, wenn wir gefunden haben. Ach, guck mal. Das ist er doch. Ja, genau. Meine Güte. Aber Respekt, dass man so sau... Also Respekt. Naja, für sowas kann man eigentlich keinen Respekt haben. Dass man so stirnhagelvoll ist und trotzdem noch arbeiten kann. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber nicht gut. Ehrlich nicht. Man sollte nicht so saufen.
auch wenn man meint, dass es dafür Gründe gibt. Gute Gründe, die das Saufen rechtfertigen, es ist nichts Gutes dran. Gar nichts Gutes. Das ist wieder für dich selbst heraufzulecken. Hätte nie gedacht, dass ich mal so froh bin, wieder in diesem Nest zu sein. Danke für deine Hilfe. Gerne. Hier, ich hoffe, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, das hoffe ich auch. Pass das nächste Mal besser auf dich auf. Worauf du einen lassen kannst. Naja, einen fahren lassen werden wir nicht. So, zu Hause ist es am schönsten. Jetzt tun wir natürlich wieder Questlein. Was mache ich denn? Quest schauen. Wir sind hier fertig. Perfekt. Was haben wir da noch? Waffe? Sturmwind. Wo ist denn die gewesen? Kann man das überhaupt sehen? Hoppala. Entschuldigung, voll verdrückt. Das kann man gar nicht sehen, oder? Wo war das mit Sturmwind schnell? Das weiß ich gar nicht mehr. Da steht auch der Ort nicht dabei, oder? Waffen. Steht vielleicht bei der Waffe was dabei? Inventar. Rechte Hand. Ah, das geht noch nicht. Warte, benutzbar. War das Rezept hier? Nein. War es bei... Bitte nicht bei Plunder, oder? So ist echt beim Plunder dabei. Das ist ja voll frech. Schlüssel einen Haufen. Blankenbrecher. Ui, dann haben wir den schon mal gemacht. Ja, der geht's. Der funktioniert. Degen, Seelenkette. Knochendingens Rum, Vladimir Grog. Aber wir haben den einen Teil von Sturmwind nicht, oder? Ha! Das ist schade, ich dachte, das wäre hier dabei. Der eine Teil und könnte nachlesen, wo wir das vielleicht eventuell gefunden haben. Aber mir kommt es vor, war dieses Sturmwind? Wo war das schnell? War das nicht sogar auf hilf mir schnell, Dakarigor? Haben wir Sturmwind nicht da irgendwo gefunden? Blöde Geschichte. Ich fürchte, die Waffe kriege ich nicht mehr hin. Die Sachen können wir noch fertig machen. Die Schatzinsel, Stahlbadschatz. Aha. Schmierige Köchlein. Aha, das ist wieder mit Gassier. Okay. Das lassen wir übrig. Wie schaut es mit der Sturminsel aus? Den Schwarm können wir leider auch nicht machen. Insel der Toten, das zweite Ich. Nachricht aus dem Jenseits. Das wäre eine Geschichte, oder? Das wäre doch eine Geschichte. Was haben wir denn da? Insel der Diebe? Ach so. Bones. Aha, da soll er sein. Aha. Ja, dann machen wir das doch mal, oder? Dann machen wir doch das. War da oben nicht dieser Gnomenfresser? Habe ich das übersehen? Ja, ich muss es übersehen haben. Definitiv und eindeutig. Warte, eins machen wir noch. Da oben ist ja ein Zimmer frei. Wir gehen noch schnell pennen und dann segeln wir schnell zur Insel der Diebe. Die Quest können wir auf jeden Fall mal fertig machen. Ja, das kriegen wir schon hin. Und da muss ich auch mal schauen, wie das mit dem Äffchen funktioniert. Ausraum und so. Das wäre auch interessant. Wir können ja nie genug Sachen haben, ne? Ob das geht, wenn man in einem Haus drin steht? Warte mal, das würde mich jetzt mal kurz interessieren. Rechte Hand, war da nicht das Äffchen oder war das als Wurfwaffe gedacht? Das ist so schlimm. Linke Hand, war es hier dabei? Na. Kopf ist auch verkehrt, ne? Irgendwo war das doch. Habe ich es überblättert?
Mir kam vor, dass das Äffchen irgendwie als Waffe oder irgend so zum Ankleiden war. Oder ich verdue mich da schon wieder ganz schlimm. Das kann auch sein. Beim Ring glaube ich jetzt nicht wirklich, dass das dabei ist. Benutzbar? War es beim Benutzbar dabei? Oder habe ich mich schon wieder voll vertan? Ach, ich tue nur Zeit verdrödeln. Lass mal das dabei. Da muss das, das muss ich mir mal besser anschauen. So, aber nicht jetzt. So, 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 so. So und so, so. Also, lauf, mein Freund. Zum Schiffelein. Wir müssen ins See stechen. Ob die gute Scarlett noch was zu sagen hat, jetzt wo Rick wieder da ist? Ui, die Scarlett ist wieder fort, ne? Ah, die wird wieder oben sein und pennen, ne? Wahrscheinlich. Ich schaue noch ganz kurz rauf. Ich will ja nichts versäumen. Vielleicht gibt sie uns hier ein Küsschen. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Das wäre nicht so gut. Dann kriegen wir nämlich links und rechts eine Watschen von unserem Schatzel. Ja, Rick ist wieder in der Stadt. Rick ist wieder in der Stadt. Oh gut, jetzt bin ich echt erleichtert. Hier, ich habe etwas Schmuck für dich. Hübsch. Schau. Kannst es ja verkaufen, wenn du willst. Ich bin jedenfalls froh, dass Rick wieder da ist. Boah, danke. Das ist aber nett. Ah ja, warte, da war ja was mit verschlossenen Türen, ohne oder? Den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ich habe gedacht gehabt, dass das Äffchen da vielleicht helfen kann. Ich und mein Äffchen, ich weiß. Ich bin besessen von dem Affen. Na. Was ist das eigentlich? Äffchen, da habe ich es ja. So, das geht echt. Ja, und jetzt? Ha? Aber nicht dein Ernst. Und was... Beziehen wir das Äffchen. Lol. Und was kann das Äffchen? Ich würde jetzt nur mal testen. Na! Klappt das echt? Lol, kannst echt... Jo. Ich meine, wir haben da jetzt schon alles mitgehen lassen, aber... Ist ja cool. Das ist gerade voll cool. Und wie habe ich das... Und das geht so, aha. Benutzbar. Ja, logisch. Da ist es jetzt auf einmal, ne? Ich habe es einfach überblättert. Und... Wenn man mit jemandem spricht, dann klappt das mit dem Papagei, ne? Jetzt ist aber die Frage, muss ich denn... Da gibt es nichts zum Ausrüsten. Ah, wohl da, Papagei. Aha. Warte mal. Das ist gerade voll interessant, das will ich gerade ein bisschen ausprobieren. Warte mal ganz kurz. Ich gehe mal runter zu dem Wirt. Vielleicht kriegen wir da jetzt einen Schlüssel, Beuter deswegen... Und will frei Bier. Warte mal. Hi, Spencer. Okay, geht nicht. Handeln? Sollen wir was kaufen? Zeig mir, was du anzubieten hast. Viel ist es nicht. Nehmen wir Proviant mit. Passt. Das reicht schon mal. Okay, das klappt so nett. Ich dachte mit Papageien und so, ne? Na, vielleicht reden die Leute auch mal über dich, wenn du dir einen Namen gemacht hast. Ja, jetzt scheint er wieder friedlich zu sein, der Harvey. Verlasse dich auf jemanden. Alter, und du bist zu... verlassen. Der Morgen ist zu... liegt schon auf dem Tisch. So, wir hauen jetzt ab. Aus. Ausschlussende. Was habe ich jetzt ausgerüstet? Linke Hand den Papageien, das geht so nicht. Wir nehmen natürlich wieder den Blutopferdolch fürs Kämpfen. So, wir hauen jetzt ab. Wir fliegen, genau. Wir segeln zur Insel der Diebe. So, Patty, meine Gute. Da kommt sie schon angestiefelt. So. Und wie geht's dir? Deine Heimat ist jetzt gargoylfrei. Oh, da haben wir gar nicht gequatscht darüber. Deine Heimat ist jetzt gargoylfrei. Jip, du bist guter, großer Held, der alles kann. Okay. Auch die Welt retten. Von wem hast du das denn? Patty, sie sagt doch immer so, naja, so ähnlich. Das ist ja interessant. Was erzählt sie denn sonst noch so über mich, hm?
Alles Dinge, die sie hat verboten zu reden darüber mit dir. Verboten? Das schlägt ihm fast einfach den Boden aus. Das hätte ich nie gedacht. Na gut, dann will ich es auch besser gar nicht wissen. Jep, jep. Gib mir, was du gesammelt hast. Ach so, wir sollten öfters mit ihm, ne? Schau mal. Gib mir alles, was du gesammelt hast. Jep, jep. Zähne erhalten. Ja, passt. Das sind unsere dritten. Die brauchen wir vielleicht eh bald. Dein kleiner Freund fängt an, uns Ärger an Bord zu machen. Jafar? Wieso? Was macht er denn? Alle Nase lang verschwinden irgendwelche Dinge. Nichts Wildes. Ein bisschen Kram hier, ein paar Goldmünzen da. Er ist recht geschickt dabei, uns Stück für Stück die Taschen zu leeren. Zu wenig, um Alarm zu schlagen, aber zu viel, um es einfach zu ignorieren. Und du bist dir ganz sicher, dass es der kleine Gnom war, ja? Ach komm, sei doch mal ehrlich. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Ist gut. Ich rede mal mit ihm. Wie mache ich mich? Wir sollten uns trennen. Warte hier. Kurs ändern, Grog übrig. Bis später. Dann fragen wir mal nach. Du, Jafar, reden wir mal über deinen Nebenverdienst hier an Bord. Reden wir mal über deinen Nebenverdienst hier an Bord. Bleso? War mir klar, dass du auf dem Ort taub bist, kleiner Langfinger. Tu dona blemo, Jaffa, Missada. Spiel hier nicht den Beleidigten, ja? Was sagst du? Ja, was sagst du? Was sagst du? Jaffa versteht nicht, warum du bist so gemein zu Jaffa. Du hast meine Crew bestohlen. Oder willst du das etwa abstreiten? Stehlen ist ein böses Wort. Jaffa ist nicht böse. Jaffa sammelt Dingi. Wenn du verbietest, einem Gnom Dinge zu sammeln, ist es so, als wenn du sagst, hör auf zu atmen. Gib mir, was du geklaut hast. Und lass es in Zukunft. Zumindest bei meiner Crew, okay? Kaka. Wie bitte? Hier hast du. Jaffa wird nicht mehr sammeln an Bord. Versprochen. Gut. Ich danke dir. Sehr lieb. 76 Gold erhalten, das ist weiter zu viel. Ich habe noch Grog übrig. Passt mal, es tut mir voll leid. Kann ihm was schenken? Ich lasse ihm einfach was liegen. So, bewusst. So, genau, Kurs wechseln. Wir sehen... Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Hi, Captain. Zur Insel der Diebe, bitte. Ja, bitte. Dann muss ich diese Knochen finden. Knochen. Da waren eigentlich nur Knochen, oder? Oh je. Und was wir auch mal probieren müssen, ist Stahlbart rufen, ne? Mit dem Schädelzepter. Das haben wir auch noch nie gemacht. Vielleicht kann er uns helfen. Dann können wir uns gleich ins Dorf der Gnome porten und hinten rauflaufen, ne? So, wir nehmen mit. Ich würde sagen, Jafar, hm? Oder Pettymäuschen? Ach, komm mit. Komm mit. Ei! Passt. Ich kann nicht ohne Frauchen. Es geht einfach nicht. Ist bei dir auch alles gut? Jo. Scheint alles zu passen. Aha, wir müssen zur Insel rudern. Jawohl. Geht nicht anders. So. Und dann tun wir uns auch gleich porten. Jo, bitte. Und dann tun wir gleich speichern. So. Hier drauf. So. Dann tun wir als nächstes hier hinlaufen. Das heißt, ich muss mich einmal umdrehen und hier lang. Ich glaube, hier hoch, oder? Richtig. Hui, hoppala. Da rolle ich gleich mal dahin, weil es so lustig ist. Hier soll das sein. Ich habe voll übersehen, tut mir leid. Wie habe ich das angestellt? Ich dachte, ich wäre gründlich gewesen. Hier dann vielleicht, oder was? Warte mal. Aha, wir sind vorbeigelaufen. Ich bin vorbeigelaufen. So.
dann muss das hier irgendwo sein. Etwa das hier? Na. Hä? Da ist ja auch kein Skelett und nix. Geschweige denn, dass hier jemand lebt. Durch einen Speer übersehen? Auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, das wird dann so eine Geschichte für den nächsten Part, ne? Da bin ich mal gespannt, was hier rauskommt. Ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir failen, wir sehen und wir hören uns, genau so war das, beim nächsten Mal. Tschüssi!